Herzlich willkommen, hallo, das war jetzt irgendwie falsch rum. Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Assassin's Creed. Folge, keine Ahnung wie viel. Was in der letzten Folge passiert ist, war für mich gerade eben erst, deswegen erzähl ich es nochmal ganz kurz. Wir waren kurz in der echten Welt, also vor dem Animus sozusagen, da in diesem Raum, bei Doktörchen und seiner Ische. Und, hier stellen wir uns ganz kurz, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Und für uns alleine sein können? Ja, ist ja gut. Genau. Und wir müssen jetzt wieder in die nächste Stadt. Wir können uns aussuchen, ob wir nach Jerusalem oder nach Akkon, glaube ich, hieß es. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist hier irgendwas oder sieht es nur schön aus? Ah, eine Flagge. Flagge, Flagge, Flagge. Nice. Wir nehmen mal nicht den normalen Weg, sondern den Special Weg. So. Hier wird uns ja nichts Böses widerfahren. Ja, vielleicht doch. Ich bin ja gelb. Gelb heißt, ich muss aufpassen, was ich mache, ne? War doch so, oder? Ich glaube schon. Crazy. Warum? Naja. Und jetzt müssen wir erstmal den Ort verlassen, um zu gucken, ob wir nochmal irgendwo anders hinkommen. Und vor allem wäre es ja spannend zu wissen, ob wir nochmal zurückkommen nach Damaskus, ob das überhaupt möglich ist. Weil es wäre ja schon eigentlich ganz schön. Hi. Wenn wir noch die anderen Aussichtspunkte fertig machen könnten, ne, irgendwann mal. So gegen Ende. Because I don't know. Schön wäre es auf jeden Fall und auch wichtig für mich. Ansonsten fände ich das Spiel irgendwie ein bisschen zu kurz geraten. Ich habe es ja schon mal durchgespielt, aber es ist schon eine Weile her, um ehrlich zu sein. So 2, 3 Jahre. Und so ganz erinnern, ob das möglich ist, kann ich mich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Jo. Ich muss hier irgendwo raus. Da, wahrscheinlich. Pferd! Ich nehme Pferd. Hallo, du bist weiß. Dich nehme ich. Ja. Drip, 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 drip. Ich erinnere mich ein bisschen an die Reitszenen aus Red Dead Redemption, wo ja jetzt auch der Teil 2 rauskommt, dieses Jahr im Oktober, glaube ich. Ich freue mich so sehr. Ich hatte ja auch mal Teil 1 als Live-Let's Play angefangen. Ich fand es aber irgendwann zu langweilig und zu repetitiv, wie es so schön heißt. Deswegen habe ich es irgendwann gelassen zu spielen. Und auch weil Live-Let's Plays nicht so geil waren, um ehrlich zu sein. Jo. Ist hier irgendwo eine Flagge noch versteckt? Ich stemme mal ganz kurz. Scheint nicht so. Gut. Schneller, kleines Hottehü. Höher, 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 ja, 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 höher. Nice. Prost. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mähen. Bliblablablub. So. Und jetzt heißt es entweder Akkon oder Jerusalem. Guck mal, da war unser erster Aussichtsturm, den wir gemacht haben, wo wir so oft gefailt haben. Die Folge, die weg ist. Eine von den beiden Folgen, die weg ist. Also die ist nicht weg, die ist nur nicht, nicht zu gebrauchen. Wenn wir es mal so ausdrücken dürfen. Jo. Ich versuche mal die Parts, wo ich schnell reiten kann, schnell zu reiten. Und da, wo ich beobachtet werde, wäre langsam.
Sag, ich bin sofort rot, ey, nur weil die beiden Spacken mich hier sehen, oder was? Weil das will ich auf keinen Fall, weil auf dem Pferd kämpfen ist richtig anstrengend in dem Spiel. Deswegen würde ich das sehr gerne vermeiden. Ist immer wieder knapp, glaube ich. Checkpoint erreicht. Checkpoints sind gut. Dumm. Ich passe ein bisschen auf wegen den bösen Menschen da rechts, die sich Soldaten schimpfen. Oder Ritter oder keine Ahnung. Da ist ein Aussichtspunkt. Ich tue mal eben ganz kurz auf die Karte. Da wird ein Aussichtspunkt. Lol. Okay, nehmen wir jetzt nach Akron erstmal. Ich würde mir mal den hier markieren, damit ich so ungefähr weiß, wo es lang geht. Jo. Hi. Na? Und so? Alles mit dem Schritt? Nicht so nett, glaube ich, die Leute hier. Gar nicht so nett. Bin auch mit der Wegführung ein bisschen überfordert, glaube ich, tatsächlich. Ah, bin doch nicht überfordert mit der Wegführung. Alles gut. Mit dem langsam sein, das nervt ein bisschen, dass du immer untertauchen musst, weil du da verlierst du echt ziemlich viel Zeit. Ich wollte nicht springen. Achso, er hat aufgebäumt, nicht gesprungen, ne? Hui. Hui. Ansonsten würde ich einfach meinen lieben Leo bitten, das ein bisschen vorzuspulen oder so, oder zu überspringen. Weil Sachen, wo nichts passiert, müssen wir ja nicht drin haben. In der Folge. Ja, ich gehe nach Akron. Ach, hier ist wieder nur gelb und nicht rot. Okay, alles klar. Cool. Guten Tag. Dann kann ich ja ganz easy durch, ne? Weil gelb ist ja nix. Gelb heißt nur, pass auf. So, und aufpassen tue ich immer. Hab mir in den letzten Folgen gesehen. Gott, das Wegrennen war so schlimm von dem Attentat. Ich hasse das jedes Mal. Das ist wirklich sehr anstrengend. Da ist eine Flagge. Genau bei den Pennern. Das ist ja mies. Kann ich die im Reiten auch einsammeln? Kann ich. Nice. König Richard Flagge. Alles klar. König Richard. Eine sehr pferdlastige Folge. Aber gut, da müssen wir durch. Muss ja auch gemacht werden, ne? Das Wegrennen von Attentaten ist immer sehr anstrengend, weil du überall gegen stößt und überall so einen Idioten, die den Weg versperren. Und irgendwann kann man die ganz miesen. Ich weiß das schon, weil ich schon mal gespielt habe. Bitte, was? Warum das denn jetzt? Untertauchen muss ich, ne? Nö, ich kämpfe überhaupt nicht beritten. Verfick dich. Fickt euch! Kein Bock zu kämpfen.
Wie, wie, wie. Ulala. Scheiße, fickt euch. Okay, 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 okay. Reicht das jetzt? Natürlich nicht. Qu'est-ce que vous parlez français? Pourquoi? Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Anstrengend. Könntet ihr vorsichtiger sein? In meinem Alter können auch die kleinsten Dinge tödlich sein. Muss ja immer wieder aufhören, oder? Also ich meine so mit böse und so. Nein? Natürlich nicht. Jo, alles klar, war schon bei euch. Tschüss. Tschüssi. I enjoy. Wohin reite ich überhaupt? Keine Ahnung. Ich guck mal auf die Karte. Ich reite völlig falsch. Ich will eigentlich eine Akron, ne? Pass auf. Dann töte ich es halt ganz kurz. Nice! Nice! Tot! Alle tot! Alle super tot, richtig tot. Total schön. So, zurück. Ich wollte ursprünglich mal eine Akron. Ob ich nicht hier mit Reiten und Kämpfen aufhalten? Unnötigerweise. Ein bisschen anstrengend diese Sessions, aber nicht zu Ende. Was ist denn jetzt schon wieder falsch bei euch? Sag doch mal. Was steht denn ab? Ja, ja, Paolo Francais, blablabla. Da wird die Püsche, die ist zusammen. Insider, tut mir leid. Da war so ein Ding. Na, was soll's. Oui, oui. C'est vrai. Ich rede schon wieder falsch, ne? Ich laufe jetzt nur noch. Yo, Alter! Oh, yo! Oh. Ich glaube, ich bin gestorben. Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer... Wie anstrengend. Da das hier super toll läuft und die 15 Minuten gleich voll sind, zumindest bei mir, würde ich sagen, ich reite ganz kurz offscreen nach Akron und sehen wir uns in Akron wieder. Okay, in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Fates ertragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!